Mit der Arbeiterkammer Tirol. Immer auf der sicheren Seite. Henrik Eder. Im Gespräch mit AK-Präsident Erwin Zangerl. Auch 2015 bleiben Sie mit der Arbeiterkammer Tirol auf der sicheren Seite. Herr Präsident, Sie haben zum Jahreswechsel sensationelle Noten für Ihre politische Arbeit bekommen. Motiviert das fürs heurige Jahr? Ja, es ist eine Bestätigung an und für sich des Kurses, den man macht, gemeinsam mit den Kammerrätinnen und den Kammerräten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AK. Wir sind auf einem guten Wege und ich bin sehr froh darüber, dass das auch in der Umfrage bestätigt wurde. Klar, motiviert und ist eine Voraussetzung, dass man wieder Kraft hat für dieses Jahr, den wir natürlich brauchen werden. Für die politische Arbeit braucht es auch die Tiroler Landesregierung und da gibt es von Ihnen ganz konkrete Forderungen für die nächsten Monate. Ja, es gibt sehr viele Forderungen, logischerweise, weil Politik natürlich und Wirtschaft einen maßgebenden Einfluss auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausüben können, positiv oder auch negativ. Die wichtigsten Punkte sind natürlich jetzt, Maßnahmen zu setzen, um die fortschreitende Arbeitslosigkeit einzudämmen und den Menschen wirklich zu helfen. Denn wenn man anschaut, dass also immer noch ältere Arbeitnehmer praktisch gekündigt werden, nicht mehr die Pension, weil das ist ja nicht mehr möglich, ja, sondern es werden aber trotzdem gekündigt. Und auf der anderen Seite viele Junge natürlich den Einstieg versuchen und keine Chance haben, weil einfach das Angebot nicht vorhanden ist. Dann sind das natürlich Dinge, die unsere Gesellschaft auch kurzfristig und langfristig sowieso unwahrscheinlich schlecht bekommen und zu einem Zustand führen, den wir natürlich alle nicht wollen. Da geht es natürlich dann auch um Einkommen, klarerweise. Wenn ich in Tirol nicht über das Einkommen verfüge, das notwendig ist, um das Leben zu meistern, haben wir ein Riesenproblem. Es geht natürlich darum, um die Diskussion auch weiterzuführen, was die Lohnsteuersenkung betrifft, nämlich eine gerechtere Verteilung der Steuerbelastung in unserem Land, in Österreich in dem Fall, wo ja alle Experten sagen, es ist dringend notwendig. Jetzt aber natürlich das Problem auftaucht, dass verschiedene Gruppen jetzt versuchen, sich einen Teil dieser Reform natürlich abzuschneiden, unter dem Motto, wir müssen natürlich andere Dinge auch tun, wobei allen klar ist, es muss die Lohnsteuer runter, weil das auch der Wirtschaft hilft. Dann gibt es natürlich das Riesenproblem mit dem teuren Leben, das teure Wohnen in Tirol. In Tirol wird eine Politik der Verknappung praktiziert. Das heißt, man versucht nur, so wenig wie möglich zu machen, damit die Preise ja hoch bleiben. Ja. Und da muss eine Offensive her, einerseits, was den Wohnbau im ganzen Land betrifft, aber auch in der Stadt zum Beispiel, dass man zum Beispiel Studenten neue Räumlichkeiten schafft. Ja, die müssen nicht einmal in Innsbruck sein, können im Umfeld sein. Öffentliche Anbindung an den Verkehr und, dann würdest du auch Druck aus der Stadt nehmen natürlich. Das sind natürlich alles Maßnahmen, die klarerweise auf Widerstand stoßen, weil es gibt eine Gruppe von Menschen in unserem Land, die haben Interesse daran, dass die Grundstückspreise so hoch wie möglich sein und die Wohnungspreise so hoch wie möglich. Also wir haben eine riesen Aufgabe, eine riesen Arbeit vor uns, aber ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr natürlich das eine oder andere für die Menschen, für alle, ja, weil die Auswirkungen, die positiven, haben wir alle was davon, dass wir das schaffen. Auch Ihre Meinung ist gefragt. Was sind Ihre Erwartungen an das Jahr 2015? Ich erwarte mir 2015 von der Politik, vor allem auch im Bildungsbereich, dass die Leute endlich einmal Hand in Hand arbeiten, anstatt dass man immer einen SPÖ-ÖVP-Clash hat, wo schlussendlich sowieso nichts dabei rauskommt. Weiterhin so einen konstruktiven und guten Weg, dass wir unser Land in die richtige Richtung führen. Ich hoffe, dass das, und ich glaube, mit den handelnden Akteuren, die jetzt derzeit vorne dran sein, haben wir die Chance, dass wir weiterhin erfolgreich bleiben. Herr Präsident, dann starten wir motiviert in das neue Jahr, oder? Ja, Motivation ist um und auf. Wenn du halt die Motivation jetzt hast in dem Job, wo wir tätig sein, nachher muss lassen. Man muss natürlich immer glauben, man kann was verändern und man hat Chancen, was zu verändern. Und vor allem das Wichtigste ist, man muss für jene Gruppe eintreten, von denen man gewählt wurde, das heißt von den Arbeitnehmerinnen und den Arbeitnehmern. Und das ist Motivation genug, dafür zu sorgen, dass es denen besser geht, dass sie eine Chance haben in unserem Land und nicht nur jetzt eine Chance, sondern auch in Zukunft eine Chance haben. Und das ist eine Riesenaufgabe und da kann man nur voll motiviert die Dinge anpacken und mir bin mir sicher, dass ich natürlich auch in der Kammer die nötige Unterstützung habe von den Mitarbeiterinnen, den Mitarbeitern, Kammerrätinnen, Kammerräten und dann schaffen wir es. Bleiben auch Sie mit der AK Tirol auf der sicheren Seite.